Oh, Zugriffsrechte. Sie haben keine Rechte. Gruppe Admin. Ich bin auch Admin, ne? Ich kann mir das hier nochmal neu entpacken. So schnell war ich ja scheinbar. Das dauert. Ich kümmere mich jetzt schon um den anderen Grünen.
Also hier mit so Klebezeug hier geheimt. So, und da drin, Fiat Wege, 12 Key, C2, 14 B, 18 D, ah, der hat DVD. Vielleicht funktioniert das Laufwerk besser. Verstehe ich nicht, warum hat meiner kein DVD? CD, ja. Sieht dieses Blödsinn, ne? Aber haben ist haben, ne? Nicht haben. Eieiei. Nein, wir sind ganz sauber. Da fehlt eine Schraube mit der Abschirmung. Genial, ne? Ich zerlege ihn, habe ich noch nicht mal angehabt. Gleich eine Batterie reinmachen. Dann. Auch erlebt wird. Ich denke mal, dass ich über PC Batterie im Betrieb wechseln. Wähle die Einstellungen bei. Vor allem richtig Strom wieder reinsetzen. OS X. Ja, hat trotzdem schon die Daten verloren. Egal, das haben wir so getauscht. Nee, sah ja auf den ersten Blick anders aus. Ich habe doch meins im Kopf. Ja, da muss ich noch den einen Kondensator wieder anlösen, den ich abgerissen habe. Das ist dann, da ist auch 10 drauf. Auf dem ersten grünen war 9. Oh, der hat fertig entpackt. Ja, gut. Einer soll auf jeden Fall 9er behalten. Dann werde ich die Platte von dem ersten grünen noch auf der SSD klonen. Schrammen. Dann mal schauen, welche Gehäuse schöner aussehen. Ja, das muss ich ja noch putzen. Ja. Kann ich gleich auf einmal mit hochnehmen. Und dann schauen, was schöner ist. Hier sind die Lautsprecher auch schon fertig. Fangen gerade so an zu zerfallen. Okay, jetzt gehen wir nochmal hier rüber. Das ist zweimal entpackt.
Tatsächlich. Ja, ich habe es vorhin angeklickt, da hat es automatisch verinpackt. Ja, dann gucken wir mal. Wie war das hier unter Mac starten? Das sehe ich natürlich jetzt nicht. War das über die Echse? Nee. Duke-Kick. Was macht die Maus? Das war klar. Duke-Kick war es nicht, ne. Also X läuft ja hier eh nicht. Was ist ein Downloads? iTorsit, UI-Logo. Also es ist auf jeden Fall der Befehl, es war richtig. Aber ganz ausschalten. Dann wirklich Apfel R. War ja da auch schon. Hat man ja gesehen. Verarscht mich doch. Bevor ich den Blauen abfange. So, wie ist noch mit der Alt-Taste?
Das Thema wird mich jetzt noch eine Weile beschäftigen, ne? Ach, jetzt hat das Tablet. Ach, guck mal, da es hat aus der weißen CR. Was wird jetzt? Fastboot-Mode? Dann passiert aber auch nichts mehr. Alles ein Müll aus China. Das lasse ich jetzt mal so. Der Akku leer war, geht auf den Line aus. Ja, ich melde mich irgendwann wieder, wenn ich irgendwie das Passwort rausgefunden habe. Ciao. So, ich habe mich da einfach mal dran gewagt. So, nehmen wir den Ordner hier. Nettest. Darf ich nicht. So, ich bin jetzt hier im Terminal. Ihr seht, was ich schon gemacht habe. Ich bin ganz frech. Das sudo su. Also sudo su, dann mein aktuelles Passwort eingeben. Jetzt mache ich wieder hier tmod. Wie heißt der? Nettest. Nettst. Was eigentlich nicht sein darf. So, jetzt gehe ich. Hauptspeicher. Ist da immer noch das rote Zeichen vorne dran? Ah, das Mausrad. Nettest. Und plötzlich darf ich dran. Und noch ein Ordner. Jetzt muss ich dann mal schauen, wie der Befehl war, dass er alles, was dahinter liegt, auch macht. Das Tablet wollte eben mal kurz angehen. Ich denke so, ach, guten Morgen. Aber das war es dann auch schon. So, jetzt gehe ich meinen Amiga-Ordner. Da meinte er doch auch, ich darf die hier. Wo ist die Information? Keine Rechte. Das probieren wir doch mal. So, ich brauche den Pfad. Ja, um die Kamera rumtippen. Wo sind wir denn jetzt? In Duke CD. Wieder raus. Halt. Da sind wir da. CD. CD. Amiga. Da sind wir jetzt drin. Dann sind wir. Wo ist denn? Könnt ihr den Pfad anzeigen? Ne? CD. Sys müsste es sein. So. Dann D. Ups. DH0.HDF 1 2 Dann können wir in ROM Wie war der Dir-Befehl hier? Macht er nicht, ne? LS? Ah, LS war es, gut. Ich sehe hier keine Attribute. Ja, das Flimmern, nicht weiß. A1200, wo ist 3.1 rum? Das zeigt mir hier Dinge an. Also scheint es keine Einschränkungen zu haben. Wir dürfen lesen, schreiben. Okay. Und ist hier nicht irgendwo angezeigt, ob ich irgendwelche Dateien darf oder nicht? Zurück. Mit der ADFs. Kann ich auch Etiketten geben. Okay.
die hat ja vorher nicht gebootet. Sie dürfen lesen und schreiben. Ich kann es sogar manchmal. Ich probiere es einfach ganz frisch. Open. Nee. Er macht mir immer noch nur den Kickstart-Bildschirm. Ist aber ein anderes Thema. Auf jeden Fall weiß ich, dass ich so an die Datei wieder rankomme. Oder dass das Symbol drauf ist. Was immer. Benutzer. Kann der vervollständigen? Nein. Das ist halt ein Apple. System User. Oh. Ja, guck mal, ich habe meinen alten Desktop-Ordner wieder. Mal schauen, ob er Duke startet. Ach, schade, keine Lautsprecher dran. Aber dem kann geholfen werden. Wo ist denn der Audio-Out? Also läuft eigentlich ganz gut für so ein G3. Ne? So, ich habe jetzt gerade gespielt, ich habe nur das Intro jetzt. Ja. Sonst muss ich hier ein 8, ab 18 Fleck machen, oder ist irgend ein Blödsinn. So, ich habe da mal kurz Tante Google gefragt. Und so konnte ich jetzt alles, was in dem Ordner ist, auf diesen Fleck setzen. Tiamot minus R für rekursiv in groß. Und dann die 3,7er ist klar, ist zwar jetzt auch nicht ganz korrekt, aber das ist mir hier auf meinem Rechner egal. Und dann den Ordnername, der ja hier, den es ja hier betrifft. Und so geht's weiter. Ja, also Datenrettung leicht gemacht. Ja, sehr sicher, ne? Irgendeinen Weg finden, so ein Dummer wie ich immer. Als denn, ich glaube, das war's dann wirklich für das Video heute. Ciao. So, ich habe immer noch ein bisschen Fleißarbeit vor mir. Schaut mal, hier ist kein rotes Ding mehr dran. Ich hier drauf gehe und sage, nö, mach nichts, macht da nichts. Sage ich jetzt einfach mal rot. Und dann wieder weg. Wir schreiben die Geschichte. Das war die kleine Holzhau-Methode, aber der Zweck heiligt immer die Mittel. Und weg. Für alle, die dieses Mal das gleiche Problem haben sollten, das geht in die Rücke. Aber es lohnt sich. Hier unten haben wir ja auch noch den Duke. Ist egal, welche Farbe das Etikett hat. Und alles ist wieder wunderbar. Ja, ich muss sagen, ist ein sehr sicheres Betriebssystem. Über Windows zerreißt man sich die Mäuler. Und das Mausrad ich auch gleich. Der netteste Ordner. Tja, Probleme gelöst. Ja, habe ich noch ein bisschen was zu tun, aber jetzt ruft gleich die Pflicht und jetzt aber endgültig hier. Bis zum nächsten Video. Macht's gut. Ciao.